So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku 2. Im letzten Part haben wir die Cyborgs C17, C18 und gar noch C16 kennengelernt. Und ja, was jetzt kommt, kann ich nicht vorhersagen. Aber wir werden es klar erfahren. Ob mich wirklich zum Boss folgt? Oh, ich glaub's doch. Dann ist mich gar nicht mehr dran. Stimmt was nicht? Nein, ich wollte bloß die Landschaft bewundern. Also gehen wir zu Fuß? Nein, wir fahren mit dem Auto. Wir nehmen das nächste Auto, das hier vorbeikommt. Na, wie hört sich das an? Hört sich ziemlich bescheuert an. Wieso sollten wir unsere Zeit damit verplempern, mal mit dem Auto zu fahren? Weil es für mich das erste Mal wäre. Was sagst du da, C16? Was sagtest du eben, Goku? Wow, der denkt an nichts anderes. Das kann ich wohl als ja auffassen. Sieh mal, einer von Son Gokus Freunden, Son Gohan, wenn ich mich nicht täusche. C16, warum probieren wir nicht mal aus, was du alles kannst, zerstöre sie alle. Das lehne ich ab. Er lehnt es ab? Für wen hält er sich denn? Egal, dann nehme ich das in die Hand. Okay, ich werde sehen, dass ich erstmal an ihre Daten komme. Ich sage euch, warum C17 gerne mit dem Auto fahren will, und zwar, weil C17 das cool findet. So, und jetzt werden wir C18 zermalmen. Ja, es ist das zweite Mal, dass ich sowas mache hier. Nach dem Part 8 von Sonic Ninja 2 Battle darf ich schon wieder eine Frau sagen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da auf keinen Bock auf sowas, aber naja. Die wird alt aussehen. Jetzt ist sie wütend. Seht ihr? Sie ist wütend. Netter Versuch. Fast hätte ich Angst gekriegt. Der nächste bitte. Oh Gott. Alle down. Ach, Colleen steht noch. Du siehst verängstigt aus. Entspann dich. Nach dir suchen wir nämlich nicht. Wir wollen Son Goku. Wieso schaust du so komisch, C16? Ihr beiden habt die Vögel verscheucht. Oh Gott. Vögel? Hör mal, wir gehen besser. Wir müssen Son Goku finden. Nein, halt. Lasst Son Goku im Frieden. Er ist krank. Er hat euch doch nichts getan. Was wollt ihr von ihm? C16 ist dazu programmiert, Son Goku zu töten. Und das werden wir auch tun. Habt ihr schon vergessen? Dr. Gerros Geschichte. Dafür habt ihr doch selbst gesorgt. Ja, ich habe es nicht vergessen, aber das ist ein Spiel, mein Freund. Viel Glück, auf Wiedersehen. Oh. WTF. Was mache ich nur? Seid ihr okay? Na, Vegeta ist jetzt richtig stinksauer. Ah! Jetzt ist er stinksauer, den will ich jetzt lieber nicht mit ihm reden. Vater, wo gehst du hin? Trunks, lass ihn gehen. Seit Vegeta ein Super Saiyajin wurde, ist sein Ego völlig außer Kontrolle. Ich glaube, die Cyborgs haben heute vor allem seinen Stolz verletzt. Er schämt sich sehr für seine Niederlage. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte heute an deiner Seite kämpfen sollen, aber ich hatte einfach zu viel Angst. Mach mal halblang, selbst wenn du dich uns angeschlossen hättest, hätten wir heute nicht gewonnen, Krillin. Warum geht ihr Jungs nicht zu Son Gokus Haus und bringt ihn an einem sicheren Ort? Er wird sich euch anschließen, wenn er wieder gesund ist. Gut, aber was willst du machen, Piccolo? Das... keine Ahnung. Komm schon, ich weiß doch, dass du einen Plan hast. Warum verrätst du uns nicht, was du vorhast? Jetzt pass mal auf, hör auf, Fragen zu stellen. Das geht dich nichts an. Ich muss das alleine erledigen. Ich verlasse euch jetzt. Wenn einer von euch versucht, mir zu folgen, wird es ihm leid tun. Ich weiß, was du willst. Was ist mit dem los? Hab ich was verpasst? Keine Sorge, Tenshin Han. Ich wette, er geht zu Gottes Plattform. Was? Gottes Plattform? Du meinst den Beschützer der Erde? Ja, Piccolo und Gott sind dasselbe Wesen. Piccolo ist die Verkörperung aller negativen Energie, die Gott steckte. Oh Gott. Sie waren einst ein Wesen, bis sie in zwei Teile aufgespalten wurden. Ich habe vor langer Zeit davon gehört. Wären Gott und Piccolo nicht aufgespalten worden, wäre sie das mächtigste Wesen im Universum. Verstehst du? Piccolo will zu Gott, damit er sich wieder mit ihm vereinigen kann. Weißt du, was ein Super Saiyajin ist? Nun, Piccolo und Gott werden bald ein Super Namekianer sein.
Warte einen Augenblick. Das hört sich großartig an, aber sind die Dragon Balls nicht Teil von Gott? Und falls sie sich vereinigen, wird Gott dann nicht verschwinden? Werden dann die Dragon Balls nicht verschwinden? Ja, dann können die Dragon Balls nicht mehr verschwenden, um jemanden zurück ins Leben zu wünschen. Wenn Piccolo sich wirklich mit Gott vereinigen will, dann muss er echt verzweifelt sein. Oh Gott. Tagebuch aktualisiert und ich hab's doch gedacht. Ja, ihr habt bestimmt auch gedacht, er will zu Gott. Da üben wir Scotty. Ja, Scotty. Ah, ihr erinnert euch bestimmt. Hier waren wir auch mal kurz gewesen in Dragon Ball Z Erbe von Goku 1. Erstmal speichern, das will ich aber. Hallo, Popo, wie geht's dir so? Er heißt wirklich so, also es ist keine riesige Verarsche. Piccolo, du bist zurück. Ich bin nicht zum Vergnügen hier, Gott, sondern in geschäftliche Angelegenheit. Das dürftest du bereits wissen. Ja, das weiß ich. Natürlich weiß ich das. Die Verbindung, die zwischen uns besteht, trifft sowohl den Geist als auch den Körper. Gut, das erspart mir zeitaufwendige Erklärungen. Welch unerwartete Ehre. Ich hätte nie geglaubt, du und ich würden je wieder zusammenkommen. Spar dich, Freund, ich kann nicht, tu das nicht aus Vergnügen. Sondern nur, weil ich unsere vereinte Kraft benötige. Ich weiß allerdings noch nicht, wie es aussehen soll, dir so nahe zu kommen. Deine Anwesenheit allein macht mich bereits krank. Und dein Verhalten erzürnt mich. Aber vielleicht hat meine Zeit als Behüter der Erde ihr Ende erreicht. Wenn wir uns miteinander vereinen, werden wir diesen Kampf vielleicht gewinnen können. Denn sonst kann das wohl keiner. Dann sind wir uns also einig. Immer mit der Ruhe. Ich habe noch keineswegs zugestimmt. Vielleicht die Zeit noch auf unserer Seite. Bevor ich meine Entscheidung treffe, würde ich gerne noch den Ding ihren Lauf lassen. Du willst den ihren Lauf lassen? Bist du verrückt geworden? Manchmal drückt der Schein, Piccolo. Ich bin nicht sicher, ob die Cyborgs beabsichtigen, die Erde zu zerstören. Das soll wohl ein Witz sein. Du hast alles beobachtet, was da unten vor sich geht, und du willst es so weiterlaufen lassen? Hast du vergessen, was Trunks gesagt hat? Diese Zukunft wird von den Cyborgs zerstört werden. Aber Trunks hat einen Fehler begangen. Die Geschichte seiner Zukunft unterscheidet sich von der unsrigen. Und jetzt willst du mir wohl als nächstes weismachen, dass diese Cyborgs echt super Typen sind, wenn man sie erst mal näher kennenlernt. Ich meine es ernst. Du magst anderer Meinung sein, aber ich brauche mehr Zeit, bevor ich eine Entscheidung treffe. Wie du willst, du hast Angst, da bin ich mir sicher. Wenn du mehr Zeit brauchst, dann lass ich dir halt Zeit. Ich warte. Alter Gott. Wir müssen zum Goku zu Buden Roshi bringen. Diese Cyborgs können jeden Moment hier auftauchen. Oh, das Chaos nimmt seinen Lauf. Hey Jungs, ich habe gerade was ganz komisches auf einem Kapselsatellitenbild gefunden. Sieht aus wie eine Kapselauto, aber ich kann es nirgends in unserem Katalog finden. Zeig her, was? Das ist die gleiche Zeitkapsel, mit der ich aus der Zukunft gekommen bin. Echt seltsam, wo befindet sie sich? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht aus, als befindet sich außerhalb von Chinatown, nördlich der westlichen Hauptstadt. Gehst du dahin? Und ob, das muss ich überprüfen. Okay, ich auch. Wir treffen uns an Ort und Stelle. Aber glaubst du nicht, dass es gefährlich sein könnte? Mama weiß schon, was sie tut. Oh mein Gott. Glaubst du, es gibt nur eine einzige Zeitmaschine? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich komme mit dir, Trunks. Trunks ist jetzt ein verfügbarer Charakter. Du spielst jetzt als Trunks. Zeig mal das Level von Trunks. Also, ich krieg von den allein schon von davon Angstzustände. Allein schon, dass Trunks so ein niedriges Level hat. Nein, wir werden nicht mit Trunks weitergehen. Oder besserer Plan. Der Plan ist schnell. Entscheidung geht schnell. Okay, Planentscheidung beendet. Wir sind jetzt in Chinatown. Von dort geht es in die westliche Hauptstadt. Mit Piccolo kommen wir da locker schon durch. Doch, Trunks.
Du hast jetzt wohl eine magische Runde von mir, was? Aber weißt du was? Ich habe keine Lust mehr, hier rumzulaufen. Jetzt musst du dir selber holen. Geh und besuche Meister Quitt auf Gottes Plattform. Er wird dir weiterhelfen, aber erwarte nichts umsonst. Es geht auch sowieso nicht, weil wir haben noch 3 magische Runden. Nein. Da haben wir ja 3 magische Runden und wir müssen noch 9 goldene Kapseln finden. Hoffentlich finden wir sie alle und wir werden hier Gegner treffen, die es in sich haben. Aber Trunks hat schon sehr hohe Angriffskraft, er wird sie alle hier besiegen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, mit Trunks die ganze Zeit hier kämpfen, weil bis der hohe ist genauso das Level wie die anderen dauert. Meine Lösung wäre jetzt wie folgt, die biete ich euch jetzt an. So. Die Attacke ist auf den Arsch. Schnell, Trunks. Trunks hat echt hohe Angriffskraft. Fast genauso hoch wie so ein Gohan. Vergleich mal mit so einem Gohan Angriffskraft. Er ist noch nicht mal so stark wie so ein Gohan. Naja, egal. Wir gucken, was hier oben ist. Weil es ja eine goldene Kapsel ist. Hier weiß ich, dass eine goldene Kapsel unten ist. Das weiß ich. Da müssen wir auch noch hin. Bingo, Leute, wir kommen aber dann erst mit Piccolo dorthin. Die werden wir auch bald wieder haben. Ich komme hier nur so ein Gohan da durch. Ja, durch diese Tür werde ich auch irgendwann mal dürfen. Und wenn ich das dann darf, da gibt es Secrets, Leute. Da wird es bestimmt einen Namen Kiana geben. Ich bin mir ganz sicher. Weil wir brauchen immer noch 6 Stück. Ja. Ich kann es nochmal zeigen, ob ich einen Sagen bekomme. So, die 7 vermissen mein Namekiana halt zurück zu. Genau. So, den haben wir auch jetzt hier erledigt. Level 28. Stirb, mein Freund. Stirb, 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 stirb. Wir können aber nicht gegen dich erkunden. Was machen wir da jetzt? Ich will ja jetzt trainieren. Ich sehe, wenn wir jetzt die ganze Gegend durch abklappern und ja, das bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt eigentlich nur mit dem Ziel hier bin. Nur zu trainieren. Wir können auch noch ein bisschen zu mit Verklauberei beschäftigen. Ich geh noch zurück, da trainiere ich noch ein bisschen nebenbei. Stirb. Der muss stärker sein. Ja, ja, stärker als normaler Art. Oh. Das könnte jetzt hier ausgehen. Gut, das hat geklappt. Ich kann es für mich lieber wieder in den Super Saiyan Channel bringen, ich uns hier raus erstmal. Aus diesem miesen Wald, der gefällt mir. Swam, 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 swam. Swam, 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 swam. So, was mache ich jetzt? Ich sage einfach folgendes, ich beende jetzt hier den Part, werde jetzt offscreen erstmal wieder dort trainieren an der geheimen Secret-Stelle, um Trunks auf so ein Level zu bringen. Und dann im nächsten Part sehen wir uns natürlich dann hier wieder gegebenenfalls. Ich werde versuchen hier auch wieder rauszukommen und dann weiterzumachen. Also wenn es euch gefallen hat, schreibt Kommentare und vergiss die Wertung nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann Leute!